Es gibt nicht nur die in Anführungszeichen Klebezettelfunktion, um Kommentare innerhalb von Adobe Acrobat Reader DC zu hinterlegen, sondern es gibt eine Vielzahl an weiteren Möglichkeiten, so wie wir sie hier sehen. Ich fahre als erstes einmal die Kommentarfunktion wieder aus und wir sehen, dass wir jetzt keine Kommentare mehr haben. Ich habe nämlich all diese Klebezettel-Kommentare gelöscht. Der nächste Punkt, den wir uns jetzt ansehen, ist Text hervorheben. Ich klicke einmal mit der linken Maustaste auf diesen gelben Marker und dann klicke ich hier unten auf diesen, oder ich markiere bei gedrückter linker Maustaste diesen Text von überall aus arbeiten. Wenn ich das mache, wird der Text markiert und sobald ich die linke Maustaste loslasse, ist der gelbe Text zur Hervorhebung da. Und ich habe hier einmal den hervorgehobenen Text und ich könnte hier jetzt auch einen Kommentar reinschreiben. Ich schreibe hier jetzt einfach mal nur Kommentar und klicke dann hier auf Beitragen. Und schon haben wir hier diesen Kommentar drin und wenn ich mit der Maus darüber fahre, sehen wir in der Vorschau oder in diesem Tooltip-Text, dass Volker Buntrock einen Kommentar mit der Bezeichnung Kommentar hinterlegt hat. Wir haben hier die Möglichkeit, wie schon bei den Klebezetteln gesehen, ein Menü aufzurufen und ich kann jetzt natürlich auch einmal diesen Text, den ich markiert habe, kopieren und ich kann ihn dann in eine andere Anwendung einfügen. Nehmen wir hier mal diesen Editor und ich mache STRG V und schon sehen wir, dass ich den Kommentar jetzt hier übernommen habe. Ich habe damit nicht, wie vielleicht vermutet wird, diesen Text hier markiert, sondern ich habe den Kommentar kopiert. Dann habe ich hier auch die Möglichkeit, den Kommentar zu bearbeiten. Und aus Kommentar kann ich jetzt mal bearbeitet machen. Dann klicke ich auf Beitragen und jetzt sehen Sie, dass ich diesen Text Kommentar bearbeitet habe, mit dem Text Kommentar bearbeitet. Gehen wir wieder auf das Menü mit den drei Punkten. Ich kann löschen, das ist klar. Dann haben wir hier die Möglichkeiten, den Status festzulegen, akzeptiert, abgebrochen, beendet, abgelehnt. Das ist das, was wir ja bei den Klebezetteln auch schon im vorherigen Video gesehen haben. Dann habe ich hier die Möglichkeit, auch auf Eigenschaften zu gehen. Und habe dann zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das hier nicht in Gelb, sondern ich möchte das in Rot oder in Blau oder in Grün, wie auch immer. Und sobald ich mir eine andere Farbe herausgesucht habe, wird die Farbe hier auch sofort umgestellt und ich kann hier auch die Deckkraft einsetzen. Standard ist 40%. Wenn ich jetzt auf 100% gehe, dann ist die Farbe wesentlich dunkler. Und wenn ich die umgekehrte Richtung anwähle, 0%, dann haben wir gar keine Farbe mehr. Lassen wir es bei den 40%. Adobe wird sich schon etwas dabei gedacht haben, damit zu arbeiten. Hier habe ich auch die Möglichkeit, diesen Kommentar zu sperren, sodass er nicht bearbeitet werden kann, zumindest nicht versehentlich. Wenn ja, muss ich hier das bearbeitet werden soll, muss ich das Häkchen hier herausnehmen. Und ich könnte jetzt die Eigenschaften hier auch als Standard festlegen und dann würde jede Markierung in Blau kommen anstelle von dem üblichen Gelb. Das mache ich jetzt nicht. Gehen wir auf Allgemein, da haben wir auch das, was wir schon gesehen haben. Und wir haben den Überprüfungsverlauf und da haben wir noch nichts, weil niemand einen Status eingetragen hat. Dann klicke ich auf OK und damit hätte ich das schon alles soweit erledigt. Jetzt kann ich hier natürlich auch eine Antwort hinzufügen. 1, 2, 3, 4, 5 und ich klicke auf Beitragen. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann sehe ich den Text des Kommentares, Kommentar bearbeitet und mir wird angezeigt, dass ich auch eine Antwort erhalten habe. Wenn ich noch einmal da drauf gehe und ich gehe auf Status festlegen, dann kann ich hier auch auf
abgebrochen gehen. Dann habe ich hier dieses X, das hatten wir bislang noch nicht. Und wir sehen hier auch das Schloss, das heißt also, dass ich diesen Kommentar jetzt nicht so ohne weiteres bearbeiten könnte. Antworten kann ich natürlich ohne weiteres hinzufügen. Das sind die Möglichkeiten, die wir hier haben. Ich kann das hier auch einfahren. Ich kann hier oben auch wieder diese Möglichkeiten, die wir alle schon besprochen haben im vorigen Video, abrufen. Aber wir müssen ja nicht alles mehrfach machen. So, ich kann natürlich auch noch einmal auf Eigenschaften gehen und ich kann auch noch mal auf Status gehen und anstelle von abgelehnt kann ich hier auch auf beendet gehen. Das bezieht sich jetzt allerdings auf die Antwort. Und wenn ich hier oben auf den Kommentar nochmal gehe, Status festlegen, dann kann ich hier abgebrochen auch auf akzeptiert umsetzen. Sie sehen also, Stati, die man setzt, die sind auch nicht in Stein gemeißelt. Wenn man einmal irrtümlich auf abgebrochen geklickt hat, dann geht uns nichts verloren. Und jetzt gucken wir noch einmal, wenn ich hier auf Eigenschaften gehe und wenn ich jetzt versuche, die Farbe zu ändern, dann geht das nicht. Und Sie wissen sicherlich warum, weil ich hier diesen Kommentar auf gesperrt gesetzt habe und dadurch kann ich nichts verändern. Ich müsste die Sperre hier herausnehmen, dann kann ich hier herangehen und kann mir eine andere Farbe aussuchen. Und die kann ich jetzt natürlich auch wieder sperren und wenn ich dann dort oben draufklicke, geht das auch nicht mehr. Ich klicke auf OK und das war es eigentlich. Das sind die Möglichkeiten, die wir mit dem Tool hervorheben innerhalb der Kommentarfunktion nutzen können.